Seid gegrüßt und willkommen zur 40. Episode meiner Pine Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich schaue gerade, wo die Höhle ist. Beim Hochland-Bergrücken für dieses Krocker-Dingens, wo ich dieses Ritual da machen muss. Und habe jetzt zwei Orte gefunden, wo ich eine Markierung gesetzt habe. Ich gehe da mal hin. Genau, gehen wir hier drüber. So. Sind das die beiden Markierungen überhaupt? Was habe ich noch markiert eigentlich? Nur die beiden. Das Grüne hier kann weg. Hallo? Ah, da haben wir noch das hier bei diesem Krocker. Genau. Was ist denn das andere Grüne? Och Mann. Ist hier noch eine Markierung? Wow. Gut, dass man die so super sehen kann. Apropos, ich kann ja dahin schnell reisen. Hm, bestimmt Karibe oder Gobbledew. Ja, super. Ist hier auch Gobbledew? Hier, Gobbledew. Was ist denn so viel bei Gobbledew, Leute? Litter? Fexel? Was ist mit euch? Fexel? Gobbledew? Hier müssten aber auch Fexel sein, ne? Fexel? Gobbledew wieder? Oder war das immer Gobbledew? Ich glaube, ich muss mal hier wieder ein bisschen aushelfen. Mann, Mann, Mann. Laden, laden, laden. So. Wo sind wir hier? Genau hier. Schau mal, ob ihr irgendwas für mich habt. Warum stehst du so komisch? Achso, du warst noch gar nicht geladen. Du hast natürlich nichts für mich. Was kann ich dir denn anbieten? Das zum Beispiel. Effizienzplan. Ja, genau. Mehr Rüstung. Weichglas braucht ihr doch immer, ne? So, was ist das hier? Goladiga, Dida, bla bla. Die Knochen brauche ich ja. Was war das andere, was ich noch brauchte? Ich glaube nichts hiervon. Alpaka, Alpafantenleder, so. Das nicht. Sablika auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich weiß nicht, wie weit euch das hier hilft. Aber Stofftücher helfen doch bestimmt. So. Habe ich vielleicht noch irgendwas Fleisch? Das hier noch. Und tauschen. Tada. Ich hoffe, ihr steckt jetzt mal auf. Oder reicht euch das nicht? Nö. Braucht mehr Materialien und Nahrung. Und ich blende mal eben das andere Ding hier mit Sablas Gold aus. Moment. Moment mal. Was? Genau, ich habe ja genug Sablika gesammelt, aber ich wollte es eben hier ein bisschen übersichtlicher haben. Wobei, das mit der Fleischplatte, das kann ich ausblenden. Das mache ich vielleicht doch nicht. Ich weiß gerade nicht. Ja, ich würde das schon gern rauskriegen, wie es geht. Ich würde euch auch gerne noch was spenden. Mann. Nahrung und Material. Wenn ich mal hier reinkommen würde, ich check nicht, was ich hier machen muss für dieses, für die Ruine. Mann, ich guck noch mal, ob ich was finde. So ein Hinweis oder so. Das Problem ist ja auch, ich kann hier nicht einfach reinhüpfen. Oder war hier ein Hinweis? Ich glaube nicht. Da scheint eine Notiz über Änderung in den Dörfern zu sein. Mahnung an unser Volk, unser Dorf ist in stetem Wandel. Denkt daran, dass Bevölkerung, Nahrung und Materialien die Größe des Dorfes, unseres Stammes und unserer Mauern beeinflussen. Dies kann auch dazu führen, dass wir verschwinden. Bleibt wachsam. Ja, das hilft mir ganz und gar nicht weiter. Ich würde super gerne da reinkommen. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie. Naja, ich mache mich jetzt auf den Weg zu dieser Höhle. Das ist diese Markierung, genau. Dann schauen wir mal, wie wir da vielleicht dieses Ritual machen, vollziehen können. Wobei, ich muss da noch irgendwas finden. Von dieser, wegen der Fleischplatte, dass der Häuptling abhaut von seinem Thron.
wo ich ja nichts finden konnte. Was ich schon blöd fand, irgendwie. Oh, da kommt einer auf mich zu. Okay, ihr unterhaltet euch noch. Gut. Ach so, ich muss ja hoch wegen der Höhle. Ich gehe mal hier hoch. Scheint so ein Weg zu sein. Und ich schaue natürlich nach Alpa. Ach so. So ein Viech ist das. Verdammt. Verdammt. Gut ausgewichen, Alpafant. Knochen. Leder. Fleisch. Dann habe ich es ja bald. Wo ist der jetzt hingerannt? Eine Aubergine. Aber ernsthaft, wo ist der hingerannt? Oh, und kann ich hier noch was machen? War ich hier schon? Hier war doch gerade so ein Punkt. Ach komm, hört auf. Kein Bock zu kämpfen. Was heißt das? Ach so, hier kann ich vielleicht hochhüpfen. Mit diesem Trank oder so. Hüpfbräu, sag ich doch. Nur direkt was anderes auswählen, bevor ich das Ding nochmal benutze. Vielleicht von dieser Kiste aus. Probieren wir es mal. Von diesem Zaunpfahl. Oh, das sieht gut aus. Nö, das passt nicht. Ach, schade. Oh, haut mal ab hier, ihr Viecher. Ich will nur auf diesen Pfahl kommen. Hallo? Unmöglich, wie es aussieht. Nö, geht doch. Aber reicht das nun? Das sieht super knapp aus. Und wenn ich doch nur noch eine Kiste hier draufstellen könnte. Wow. Und dass ich immer nach vorne laufe, anstatt zu hüpfen. Ich glaube, der Trank ist durch, bevor ich noch einen zweiten Versuch habe. Oh, diese Kameraführung auch, ne? Wow, ich habe es geschafft. Unglaublich. Jetzt kann ich einfach hier rein, ne? Nice. Aber nur für einen Schlüssel Graphit. Ich muss weiter. Ach so, gut. Nein, der Trank hält noch. Ich bin ja von hier aus drauf gekommen. Machen wir es nochmal. Oh Gott. Meine Fresse. Hä, das ist ein bisschen geglitscht, oder? Ich würde aber schon gern weiter hochkommen. Oh, der Trank ist gleich durch. Das hat nicht gereicht. Der Trank ist gleich weg. Ah! Und der Trank ist weg. Oh, ist das anstrengend? Nee, komm. Nächstes Mal. Habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Vor allem nicht mit dieser Kameraführung. Was haben wir denn hier noch? Loot? Pilze? Die scheinen schon gelootet zu... Oh, hier ist was passiert. Noch mehr Schlüsselgraphit. Das kann ich doch nicht alles übersehen haben. Aber es gibt mir Hoffnung, dass ich... Wer läuft hier? Ey! Was ich sagen wollte, es gibt mir Hoffnung, dass ich noch mehr Amphiskuskugeln finde. Oh. Obwohl es sind... Nee, das ist nur ein... Ich dachte gerade, es wäre ein Krocker, aber irgendwie doch nicht.
Ich laufe einfach mal weg. Oh nö, ich komme hier ins Dorf rein, ne? Huch. Ach, kommt schon. Bitte keinen Fallschaden. Oder nur minimal. Okay, minimal. Oh, fuck. Ja, komm du mal hier hoch. Irgendwer wirft was. Oh nein, die Krocker werfen Speere. Okay, gelootet. Haut mal ab. Nicht ausgewichen? Das habe ich aber geblockt. Was ein Kampf wieder, ey. Oh, eine Perle wieder. Was auch immer das jetzt war. So, dann suche ich mal weiter nach dem Höhleneingang. Oh, ich gehe direkt drauf zu. Gut. Ich höre wieder was kommen. Oh, hier war ich, glaube ich, noch nie. Hier könnte ich echt reinfinden. Und vielleicht finde ich ja sogar noch eine Kugel. Apropos finden, wie viele Dings habe ich überhaupt schon gesammelt? Ich habe schon genug. Haha. Bauen wir uns mal das neue Ding hier. Sieht bestimmt cool aus. Naja, geht so mit dem Gesicht. Aber ist noch was anderes, so nach 1000 Folgen damit. Dann gehen wir mal rein in die gute Höhle. Kommt mir aber leicht bekannt vor. Ich muss wahrscheinlich doch erst... Wie viele Fässer habe ich denn? Vier. Okay, das war doof. Nimm's auf. Komm zurück. Da, 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 da. Sind hier Pfeile? Ach ja, krieg ich das wieder nicht hin, die zu öffnen. Die Höhle, wo ich schon mal drin war. Egal, loot ich mal eben hier. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen, außer zu kämpfen, denke ich. Nö, dann lasse ich das mal. Tschö. Oh, das ist die andere Höhle. Ich sollte echt erst versuchen, den Krocker-Häuptling da zu vergiften. Aber habe ich denn noch genug davon? Fluffy-Ei, Aubergine und Alpafantenfleisch. Oh, die Pilze sollte ich eventuell auch nicht essen. Kann ich die Schlammrübe essen? Da, 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 da. Schlammrübe. Ja, die ist nicht hier dran.
Das ist ein Elch. Ein Kariblin. Ich versuch's doch nochmal bei den Krokern. Irgendwas werde ich da hier übersehen haben. Dann schaue ich nach dem Fluffy-Ei. Die Aubergine werde ich wahrscheinlich bei den Fechseln finden. Und das Alpaphantenfleisch werde ich ja wohl bei den Alpaphanten rausholen können. Ist das einer? Ne, ist ein Felsen, oder? Was ist das? Das sind Alpaphanten. Bitte bleib stehen. Ich gib's auf. Oh, Leder. Okay, der hat direkt genug Fleisch gedroppt. Und das müsste reichen. Aber dann halt noch... Das reicht genau, wow. Ein Aubergine und ein Fluffy-Ei. Oh. Fluffies. Okay, da liegt auch ein Ei. Liegen zwei Eier. Den einen wieder getroffen. Ja, das reicht ja. Dann nur noch eine Aubergine. Das Ei habe ich. Vielleicht kann ich auch irgendwo erhandeln. Das wäre natürlich auch eine Option. Weil ich denke nicht, dass es die hier in diesem Wald gibt. Was ist das denn? Du bist ein Fluffy gewesen. Ja, der wird ja eine Akku-Reichweite des Todes, ey. Nö, auf den Kampf lasse ich mich nicht ein. Ernsthaft? Oh, es kommt auch davon einer an. Vielleicht kann ich die wieder dazu bringen, gegeneinander zu kämpfen. Sehr gut. Die kämpfen jetzt gegeneinander. Oh oh. Bin ich eigentlich geschützt, wenn ich hier dran bin? Oder ist nur die Zeit angehalten? Feindselig, natürlich. Grobknochen, Alpaphantenleder. Ja, das Leder kann ich euch geben. Und das hier. Ein bisschen freundlicher nun. Wenn es jetzt nicht zwei wären, würde ich ja kämpfen. Ach komm, scheiß drauf. Au. Ich mach's wieder mit Pfeil und Bogen. Ja, kleine Köpfe. Ey, dass ihr so schnell wieder aufstehen könnt, ne? Autsch. Ja, egal, ich hau jetzt ab. Meine Fresse. Ernsthaft? Ich hab doch gerade euch was gespendet. Mann. Das war ja wieder sehr erfolgreich. Gut, er ist weg. Kriegt ihr ein paar Federn? Was ist denn mit denen? Dass die auf einmal so aggro sind wieder. Bisschen Stoff noch, davon war's.
Mann, ey, davon war es, die Knochen nicht. Nee, das Knochen brauche ich die noch nicht, brauche ich gar nicht mehr. Also jetzt müssten die aber noch immer freundlich sein. Er kommt jetzt wieder zurück. Boah, geh hier rum. Und probiere es dann nochmal mit dem Häuptling. Ist jetzt wieder. Ach so, gut. Alpafanten nur. Also. Ich gehe doch einfach hier hin. Nachdem ich hier das gemacht habe. Ach so, der ist ja wieder zu groß dafür. So, jetzt gebe ich euch doch das hier. Und euer Häuptling sich das doch holt. Irgendwie. Genau. Provoziere einen Konflikt mit dem Kokohäuptling und durchsuche den Thron. Oh shit. Jetzt kann ich den Thron aber durchsuchen, ne? Nö. Ich meine, hier war gerade ein E zum Drücken. Ey, hau ab hier. Lass mich mal den Thron bitte durchsuchen. Ich verstehe es echt nicht. Wie soll ich den Thron untersuchen? Was denn jetzt wieder? Ernsthaft? Das macht die wohl doch aggro. Oh wehe, ich kann jetzt hier irgendwo drunter oder so. Nö. Hä, ich verstehe es einfach nicht. Das Problem ist jetzt auch, die sind aggro. Was ist das hier? Ach so ein Ausruhedings von euch. Ja, bewerft mich ruhig mit Steinen. Ich hau jetzt eh ab. Wenn euch die Episode heute gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um weitere Folgen und den Rest, den ich hochlade, nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.